Ich erkläre euch jetzt, warum euer YouTube-Kanal nicht wächst und was ihr dagegen machen könnt. Hey, ich bin Malte und willkommen auf meinem Kanal MalmCox. Hier lernt ihr YouTube zu verstehen und bessere Videos zu drehen. Also abonniert doch gerne den Kanal, um nichts mehr zu diesen Themen zu verpassen. Die Statistik lügt nicht und wenn euer Kanal nicht wächst, dann gibt es berechtigte Gründe dafür, warum genau das nicht passiert. Und das solltet ihr so schnell wie möglich ändern. Ihr könnt einige Sachen ausprobieren und welche Sachen das sind und wie sie euch dabei helfen, euren Kanal zu verbessern, das erkläre ich euch jetzt. Eure Zielgruppe ist dafür entscheidend, wie ihr in euren Videos auftretet. Jetzt stellt euch vor, ihr habt eine ältere Zielgruppe, ihr redet aber super schnell, ihr benutzt Jugendsprache, ihr habt laute Musik im Hintergrund, dann verschreckt das eure Zuschauer. Seid ihr vom Typ her eher der ruhige und geschmeidigere Typ und habt eure Videos eher auf ältere Personen ausgerichtet, aber eure Zielgruppe sind 12- bis 16-Jährige, dann wird die das abschrecken, denn sie können mit der Art, wie ihr euer Video präsentiert, einfach nichts anfangen. Deshalb solltet ihr immer die Analytics benutzen, denn in der Statistik könnt ihr eben sehen, wie alt sind eure Zuschauer und dadurch könnt ihr eben herleiten, wie ihr eure Videos gestalten solltet. Das Schöne an YouTube und im Gegensatz zum Fernsehen ist eben, ihr bekommt direkt Feedback und deshalb solltet ihr einfach mal schauen, wer sind jetzt eure Zuschauer, wie alt sind die und wie könnt ihr euren Kanal so anpassen, dass eure Videos besser zu der Zielgruppe passen. Und das bedeutet einfach, probiert mal ein bisschen was anderes aus. Also seid mal vielleicht ein bisschen dynamischer oder ein bisschen spritziger oder seid ein bisschen unruhiger, ein bisschen hektischer. Je nachdem, was gut zu eurer Zielgruppe passen würde und verändert einfach mal Stück für Stück eure Videos in die Richtung. Und bevor ihr das macht, schaut mal in die Zuschauerbindung, denn da könnt ihr sehen, wann die Zuschauer abspringen und daran könnt ihr jetzt einfach sehen, ob eure Videos gut performen oder nicht. Und wenn ihr das dann jetzt gemacht habt mit den neuen Videos, die ein bisschen anders sind als das, was ihr vorher gemacht habt, dann schaut auch mal wieder in die Zuschauerbindung. Denn daran könnt ihr jetzt analysieren, ob die neue Art besser funktioniert oder eben nicht. Und wenn sie besser funktioniert, dann solltet ihr weiterhin die neue Art benutzen. Ein wichtiger und weiterer Aspekt, den ich schon oft genannt habe, für euren erfolgreichen Kanal sind eben die Thumbnails. Und wenn diese nicht gut sind, dann werden eure Zuschauer nicht auf eure Videos klicken. Es gibt eine Möglichkeit, dass ihr schauen könnt, ob die Thumbnails für eure Videos passen oder nicht. Und zwar gibt es das Programm TubeBuddy, das ist so ein SEO-Tool, was euch dabei hilft, bessere Videos zu machen, denn es zeigt euch die Tags an, schlägt Tags vor. Ich habe dazu mal ein Video gemacht, das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Auf jeden Fall hilft euch TubeBuddy dabei, so einen A/B-Test zu machen. Das bedeutet, ihr ladet zwei Thumbnails hoch und habt dann ganz unterschiedliche und dann spielt es an die eine Person das eine aus und an die andere Person eben das andere, also 50-50 ungefähr. Und dann könnt ihr eben vergleichen, welches besser ankommt und könnt dann eben schauen, dass ihr in Zukunft eben in diese Richtung eure Thumbnails gestaltet. Denn das, was besser funktioniert, das solltet ihr auf jeden Fall benutzen. Der Link zu TubeBuddy ist unten in der Beschreibung und wenn ihr über meinen Link geht, dann könnt ihr sogar TubeBuddy günstiger benutzen. Was ihr noch beachten solltet, wenn ihr Videos macht, ist, wie ihr eure Videos schneidet. Wenn eure Zielgruppe eben älter ist, dann sind sie eben Fernsehen gewohnt und damit langsamen Schnitten und nicht so vielen Schnitten. Wenn ihr eine jüngere Zielgruppe habt, dann sind sie Jump Cuts gewöhnt, kennen das und erwarten das auch irgendwo. Wenn ihr jetzt dann für jüngere Zielgruppe dann eben sehr langsame Schnitte habt oder gar keine Schnitte und nur am Stück redet, dann wird die das eher verschrecken. Wenn ihr nicht immer ranspringt und rausspringt, dann wird die das auch eher verschrecken. Und genauso ist es, wenn ihr eben das macht und ihr habt eine ältere Zielgruppe, dann wird die das eben verschrecken. Da könnt ihr aber eben jetzt auch einfach mal ausprobieren, also verschiedene Sachen zu machen. Was macht ihr bisher? Was machen vielleicht andere und wie könnt ihr das für euch adaptieren? Also redet ihr zum Beispiel nur die ganze Zeit am Stück vor der Kamera und habt keine Einblendung, dann probiert doch einfach mal Einblendungen aus. Oder macht ihr super viele Einblendungen, hier was, da was, dort was oder lustige Clips zwischendrin. Die könnten aber eben ablenken und da einfach mal ein bisschen drauf verzichten und da dann auch wieder schauen, was kommt besser an, wie ist die Zuschauerbindung jetzt bei den neu geschnittenen Videos und dann einfach danach entscheiden, was ihr in Zukunft macht. All diese Dinge, die ich euch jetzt schon genannt habe und auch das, was jetzt noch kommt, sind super wichtig für euren Kanal. Auch wenn es manchmal nicht so wirkt, dass irgendwie so eine Kleinigkeit daran irgendwie so einen Unterschied macht, aber das kann einen Riesenunterschied machen. Stellt euch einfach vor, ihr macht ein Jahr lang immer dasselbe, immer denselben Content, auch wenn er gut ist, aber er funktioniert einfach nicht. Dann ist doch irgendwo die Frage, was macht ihr falsch und was könnt ihr verbessern? Und deshalb solltet ihr auf jeden Fall ausprobieren, neue Sachen machen. Denn irgendwo eine kleine Stellschraube kann eben den großen Unterschied machen zwischen euer Kanal kommt nicht voran und euer Kanal kommt ordentlich voran. Was noch einen großen Unterschied machen kann, ist der Aufbau eurer Videos. Wenn ihr zum Beispiel ein Intro habt, was super lang und laut ist und dann erst der Inhalt kommt, könnt ihr einfach mal ausprobieren, einen Teaser zu machen, dann das Intro und dann der Inhalt.
Oder ihr lasst zum Beispiel das Intro weg. Es kann ja auch total störend sein. Da müsst ihr einfach mal schauen, was funktioniert nicht. Da dann einfach mal die ganze Sache umstellen. Ihr könnt auch manche Leute teasern halt schon am Anfang, dass die Leute abonnieren sollen. Das könnt ihr mal weglassen oder ihr könnt es ausprobieren. Vielleicht vergessen die Leute zu abonnieren, weil sie einfach nicht dran denken, weil sie eben auch nicht erinnert werden. Und wenn ihr das am Anfang macht und die Leute abonnieren, dann wächst euer Kanal auch. Da müsst ihr einfach mal schauen, was für euch funktioniert und was eben da nicht funktioniert. Aber der Aufbau eurer Videos, den könnt ihr auf jeden Fall anpassen und ein bisschen verändern und auch damit helfen, dass euer Kanal wächst. Habt ihr noch Ideen, warum ein YouTube-Kanal nicht wächst? Dann schreibt sie mal gerne unten in die Kommentare. Und ist das hier euer erstes Video auf meinem Kanal? Dann abonniert doch gerne meinen Cox, denn hier lernt ihr YouTube zu verstehen und bessere Videos zu drehen. Vergesst dabei nicht, die Glocke zu aktivieren. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.